Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten FAQ bzw. Q&A hier auf dem Kanal. Heute im Hintergrund ein bisschen Karrieremodus vom PC. Danke und liebe Grüße an den Phil, von dem ich den Karton mal wieder geliehen habe. Ihr seht hier gerade meinen Neapel-Karrieremodus und danach den von Oxford to the Prem. Allerdings habe ich da mittlerweile den Verein gewechselt, nachdem ich dachte, ich wäre sicher in der Premier League. Naja, Oxford hat es dann doch nicht geschafft, sind 20. in der zweiten Liga momentan. Zum Beginn der neuen Saison ist natürlich klasse gelaufen, aber ihr werdet ja sehen, mit welchem Verein ich dann spiele. Lasst eure Meinung gerne da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesen Karrieremodi haltet. Schaut in der Videobeschreibung vorbei, da sind die Social Media Links. Ihr könnt FIFA 17 vorbestellen, wenn ihr keinen Bock mehr auf FIFA 16 Karrieremodus habt und mich damit unterstützen. Und dann würde ich sagen, starten wir durch mit den Fragen. Das wird heute so ein bisschen Speed-FAQ, denn ich möchte gar nicht so explizit auf alle möglichen Fragen eingehen, weil es einfach sehr viele Fragen sind. Und deswegen werde ich einfach jede Frage so schnell wie möglich beantworten und versuchen, jede einzelne auch dran zu nehmen. Und ich würde sagen, der Hashtag herrlich, ja, das ist auch der Hashtag, der in den nächsten Monaten und Wochen und Jahren immer wieder bei mir benutzt werden wird. Ihr seht es ja bereits auch auf meinem Kanal Design. Das ist ja so ein bisschen mein Spruch geworden, dort durch den BVB-Karrieremodus. Der war der Hashtag für diese Fragen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was es hier so gab. So, weitere Optionen. Ich will alle Tweets sehen. Genau, alles klar. So, der Mathis fragt, auf was freust du dich, wenn du wieder zu Hause bist, am meisten? Auf meine Freundin und auf FIFA 17. Wie findest du die übertriebenen Werte der Verteidiger in FIFA 17, fragt Moritz. Wie gesagt, ich finde es okay, denn man kann es ja so rechtfertigen, dass es einfach alles ein bisschen angepasst und hochgeschoben wurde. Was sind deine Ziele auf YouTube für die nächste Zeit? Ja, ich möchte weiter das Wachstum bestätigen, was ich im Mai und Juni hatte. Möchte euch mit FIFA 17 voll spammen bis zum geht nicht mehr und möchte wieder anfangen zu streamen. Meinung zu den Deadline-Day-Transfers mit Hinteregger? Ja, war alles in einem guter Transfer-Deadline-Day. Habe ich auch auf Twitter geschrieben, wo ihr auf jeden Fall vorbeischauen solltet. Wen findest du bisher am meisten overrated, fragt der Purger. Und das habe ich ja bereits gesagt, Mesut Özil, Erklärung im letzten Video. Was denkst du, wie gut wirst du Info-Champion sein? Ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich weiß noch nicht genau, wie FIFA 17 so vom Gameplay sein wird. Und ich habe es noch nicht gespielt, von daher kann ich das nicht einschätzen. Frage kam übrigens passenderweise von Phil. Grüße an dich, doppelt an dieser Stelle. Und er fragt noch von den 50, Top 50 bei Foot, mit welchem Spieler bist du am zufriedensten, welcher unzufriedensten, wenn man das so sagen kann, mit Özil. Und dann zufrieden, wahrscheinlich mit Ronaldo. Und ansonsten mit Kroos. Dann fragt der David, wer ist deiner Meinung nach der Verlierer und wer ist der Gewinner der Transferperiode in der Bundesliga? Der Gewinner ist auf jeden Fall, beziehungsweise ist gar nicht so einfach zu sagen, aber ich würde fast behaupten, der Gewinner ist Bayern. Ja, na, wobei Dortmund hat auch schon krass eingekauft. Obwohl Schalke, ich würde fast schon sagen Schalke. Weil von dem, was sie gekauft haben, ist das schon ziemlich krass. Und der Verlierer ist Hertha irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, Hertha hat nicht so wirklich was gemacht. Und ich glaube, die werden das nicht wiederholen, was sie letztes Jahr hatten. Naja. Wie viel Transferbudget hat Hannover längst du im Karrieremodus? Nicht viel. Sind ja auch abgestiegen. Obwohl das halt alles immer in FIFA. Naja, wir werden es sehen. Das ist immer ein bisschen unrealistisch. Aber mal abwarten. Mit welchem Team wirst du in The Journey reinstarten? Und das ist noch eine Sache, die wird noch entschieden. Und zwar von euch. Früher oder später, sobald FIFA 17 in den Startlöchern steht. Momentan haben wir es ja noch nicht ganz da. Kommen wir zu Instagram, kommen wir dazu Fragen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass nicht alle Fragen waren. Ich habe da noch andere gesehen, aber dazu kommen wir dann gleich. So, da habe ich jetzt ein Bild gepostet, denn ich bin ja jetzt heute hier am Freitag. Das Video kommt auch am Freitag, den drittletzten Tag auf Malta. Ich meine den drittletzten, ja genau. Samstag und Sonntag bin ich noch da und ja, dann geht's für mich nach Hause. Und zwar am Montag um ungefähr 12 Uhr werde ich hier abgeholt und ich bin dann auch um 22 Uhr mal in Hannover, was natürlich wunderbar ist. Die Fragen übrigens bei Instagram waren extrem, ich sag mal, Stuttgart belastet. Weiß ich nicht warum, aber in Ordnung. Hast du vor, später mal Kinder zu haben oder zu heiraten? Nee. Also ja, aber ich bin zu jung. Nee, also will ich jetzt nicht drüber nachdenken. Bist du mit anderen YouTubern befreundet? Befreundet wie befreundet. Früher ja mit Marcel beispielsweise, mit Gunlife, mit Gaps. Mittlerweile befreundet würde ich jetzt nicht sagen. Ich verstehe mich auf jeden Fall gut mit den Zocker-Dudes, mit dem Danbo. Schlappi mag ich sehr gerne. Hansus mag ich auch. Befreundet würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Ne. Ich mag aber beispielsweise auch Shisha-Keller gerne. Mit dem möchte ich in Zukunft mal ein bisschen was machen, wenn das irgendwie möglich sein wird. Was glaubst du, wer gewinnt die Champions League, Europa League, BBL, La Liga, Liga, Bundesliga? Alles klar, Justin. Du hast übrigens alle drei letzten Fragen von Justin. Champions League. Schwere Frage. Barcelona oder Real? Oder Bayern? Europa League, Sevilla. Einfach mal so gesagt, weil die werden sowieso wieder dritter in ihrer Gruppe. BBL, City, La Liga, Real hoffentlich, Liga, PSG und Bundesliga, Bayern.
Ja. Wird es eine Road to Glory FIFA 17 geben? Nein, das fragt David. Justin nochmal, was wolltest du als Kind später werden? Anwalt, Polizist, alles mögliche mal. Kannst du dir vorstellen, von YouTube zu leben? Nein, das wäre, nee, glaube ich, nee, ich bräuchte noch einen anderen Job. Lieber 1 Million Euro oder 1 Million Abos, fragt RW8 Berlin. 1 Million Abos, definitiv. Was waren deine Top-Transfers? Wieder von Justin. Schalke, Konoplyanka und Embolo. Habe ich zumindest am meisten überrascht in der Bundesliga. Halilovic war noch krass. Ja, Pogba, zu teuer, aber ja, solche Transfers, ja, das kann man schwer sagen. Lieber 1 Million, das hatten wir gerade schon. Was sagst du zum Balotelli-Transfer? Finde ich gut, denn er wird bei Nizza nochmal eine neue Chance bekommen. Vielleicht kann er sich da nicht durchsetzen. Das Talent hat er, er muss sich nur zusammenreißen und das ist wahrscheinlich so die letzte Chance, die er hat. Was sagst du, wer gewinnt die Torjägerkanone? Ich glaube, dieses Jahr wird es Aubameyang. Wie findest du den Transfer von Stefan Strandberg? Sehr sympathischer Kerl. Ja, ich bin gespannt, was da so gehen wird. Allgemein finde ich die Entwicklung bei 96, die sie auf dem Transfer gemacht haben, super. War da klasse Arbeit geleistet. Findest du, dass der VfB eine mäßige Abwehr hat? Ja, nö. Guter, gehobener Durchschnitt, sagen wir mal, in der zweiten Liga. Und mit Pavard nochmal verstärkt. Findest du, dass Maxim spielen sollte? Ja, weil ich ihn bei der Kicker-Elf habe. Was sagst du zu den letzten drei Transfer vom VfB? Pavard, Mané und Asano. Asano, keine Ahnung, ehrlich gesagt, habe ich nicht mal mitbekommen. Mané ist gut, muss ich aber beweisen. Und Pavard, ja, hat Talent, muss ich aber beweisen. Das ja, sind, denke ich mal, meine Meinungen dazu. Ich habe natürlich auch gesagt, ihr sollt viele Fragen zu FIFA 17 stellen. Und das habt ihr teilweise halt auch gemacht. Aber da haben wir hier noch einige andere Fragen. Und zwar beispielsweise, was meinst du zu Götze? Wird er zu alter Form zurückfinden bei Dortmund? Das möchte Hannes wissen. Ich glaube, er wird sogar besser sein. Als Form ist zeitbedingt und Klasse ist permanent. Also Form temporary und Class permanent. Ich denke mal, Götze wird sehr nah an seine ehemalige Bestform rankommen. Was, das hatten wir gerade schon. Welcher Transfer ist nach deiner Meinung nach am geilsten? Ja, habe ich ja eigentlich gerade quasi schon gesagt. Und zwar ist das eigentlich Konoplyanka, den finde ich persönlich am coolsten. Welcher wird am besten einschlagen und welcher wird der größte Flop? Ich hoffe, am besten einschlagen wird Niklas Füllkrug oder Martin Harnik. Ich glaube, Harnik wird richtig gut einschlagen bei 96. Und über die anderen möchte ich mir kein Urteil bilden, weil dafür ist es zu früh. Wer wird der größte Flop? Auch darüber möchte ich mir eigentlich kein Urteil bilden, weil das ist einfach zu früh. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Benteke auch bei Crystal Palace nichts reißt. Oder Mario Balotelli, das wären zumindest die wahrscheinlichsten. Wie kamst du dazu, YouTube zu machen? Ich habe mir selber YouTube-Videos angeguckt und dachte, das kannst du auch und das möchtest du auch machen. Die Frage ist übrigens von Marvin. Dann haben wir noch eine Frage von Marvin oder mehrere Fragen von Marvin. Welches Team wirst du dir in Ultimate Team als erstes bauen? Ich blende es jetzt hier mal, das habe ich schon auf Twitter gepostet. Zumindest werde ich darauf hin gucken. Ich denke mal, das wird relativ nice. Und ich mache auch gerade schon die Thumbnails für einige andere Videos. Also freut euch. Also Thumbnail, grundlegende Thumbnails. So die, wie sage ich das jetzt am besten? Die, ja, die Vorlagen der Thumbnails für einige Serien. Also freut euch auf jeden Fall drauf. Ich werde mir dieses Team ja auf jeden Fall als erstes bauen. Wie regelmäßig wird The Journey kommen? Da habe ich nach aktuellem Uploadplan, habe ich auch auf Insta, auf Twitter gepostet. Also momentan bin ich wirklich sehr aktiv auf Twitter, sollte auf jeden Fall vorbeischauen. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Ich dachte, ich hätte das hier irgendwo gespeichert. Eine Sekunde, vielleicht finde ich das noch. Ich glaube, ein oder zweimal die Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber seid mir nicht böse, wenn das jetzt gerade nicht stimmen sollte, weil es kann auch durchaus sein, dass das einfach gerade Murks ist. Aber ich rede gerade um heißen Brei rum, weil ich das Dokument suche und ich habe es auch hier gefunden. Und nach aktuellem Plan zweimal die Woche. Ne, wobei, ne, warte mal, ich habe den realistischen vergessen. Zweimal die Woche. Okay, immer noch. Alles klar. Ja, zweimal die Woche. Das ist zumindest so der Plan. Aber im Stream wird es eventuell auch ein Journey. Kann ich auch mal was geben. Wie viele Ultimate Team Videos werden in FIFA 17 kommen? Marvin, ich weiß es nicht. So viele wie möglich. Was ist deine Meinung allgemein zu FIFA 17 Ratings? Bisher gefallen sie mir gut. Ne? Wie gesagt, ich finde es super, dass sie angehoben wurden. Warum ich genau glaube, dass es auch nicht so schlimm ist für den Markt und für die Preise, erkläre ich im morgigen Video nochmal. Da rede ich dann über die Top 10 Ratings. Ich will jetzt momentan nicht über die Top 7 reden, weil die Top 3 halt noch nicht da sind. Auf was freust du dich in FIFA 17 am meisten? Kann ich noch nicht wirklich sagen. Ich habe mehr Bock auf Karriere, mehr Bock auf Ultimate Team momentan als auf Karrieremodus. Muss man mal schauen, aber ich glaube, ja, auf meine YouTube-Videos. Aber freue mich am meisten in FIFA 17. Was ist dein Schlussfazit zu deiner Zeit auf Malta? Dazu kommt am Sonntag ein Video. Wer findest du das jetzt am meisten overall? Das hatten wir bereits. Und hast du Dazen abonniert? Nö, habe ich nicht. Habe mein Sky-Abo gekündigt. Also muss ich mal schauen, ob ich das eventuell in Zukunft mache. Welchen guten Spieler willst du in FIFA 17 als erstes testen? Ja. Keine Ahnung. Matthias Sammer. Wirst du in deinem Heimatort erkannt? Mein Heimatort hat 3000 Einwohner. Also da kennt mich ein Großteil der Einwohner, aber nicht wegen YouTube. Ne? Also, naja. Was denkst du? Das hatten wir ja gerade schon. Mensch, Phil, verwirrst du mich hier. Ich weiß auch nicht, warum das nicht alles gezeigt wurde. Hättest du generell Interesse, bei EA FIFA technisch zu arbeiten und deine Ideen im Spielerwert umsetzen zu können? Nein.
Was deiner Meinung nach Verlierer hatten wir gerade auch schon. Welchen Spieler willst du im FIFA 17 unbedingt testen? Philipp Czauner. Nein, natürlich 96 Spieler in Ultimate Team immer, aber sonst auch gerade in Ultimate Team gerne Yevgen Konoplyanka und ja, Ronaldo eigentlich wie jedes Jahr. Gut, ich glaube, damit sind wir fast schon am Ende der Fragen. Ja, sieht zumindest so aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Das nächste FAQ kommt irgendwann, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, keine Sorge, dann gibt es auch allgemein ein paar neue Videos, ein paar Update-Videos und so weiter und so fort. Hab ja jetzt eine neue Kamera und auch das werdet ihr alles noch zu sehen bekommen. Dazu gibt es schöne Informationen, die ebenfalls mir zugesendet wurden als Paketchen. Was genau das ist, werdet ihr auch in den nächsten Wochen erfahren und mitbekommen. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Es wird sehr, sehr nice werden. Für dieses Video war es jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Social Media Links vorbei. Schaut bei Amazon vorbei. Schaut bei FIFA 17 kaufen vorbei. Schaut bei IG Vault vorbei, wenn ihr noch günstige FIFA 16 Coins braucht. Auch zu FIFA 17 wird es da natürlich wieder Angebote geben. Macht euch da gar keine Gedanken. Also die Seite ist vertrauenswürdig und gut. Und während wir gerade das letzte Spiel gegen Barcelona machen und das mit 2:1 verlieren, würde ich sagen, ich verkürze das hier alles. Ich wollte eigentlich 11 Minuten 30 machen, aber 11 Minuten reichen auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.